Servus, so voll heute. Ich bin gerade nach Waldameisenschau. Ja, Parkplatz 6 treffen ist halt ausgefallen. Da habe ich gedacht, gut, fürs Ameisenkartieren. Jedenfalls bin ich gerade da draußen an den Waldrand auf so einem Berg, du Alter. Hinter mir ist die Lauterach und ich check gerade die Lage. Und das, was ich quasi jetzt vorgefunden habe, das sind, ja, was für sicher, ich meine, dass das fast kein Lesehügel mehr sind. Ich meine, dass der, also eine Wüstung will ich jetzt nicht sagen, ich weiß jetzt auch nicht, aber das ist schon mächtig seichter, hey. Ja, hey, genau, haben wir gedacht, nehme ich die mit, hey. Jetzt ist Zeit, checken wir die Lage da draußen. Ich war jetzt am Wochenende im Leutstädtner Moos unterwegs, das ist so ein, ja, so ein Moor halt, Leute, hey. Da bei Richtung Starnberger See ist das und in dem Gebiet ist so ein, ja, da kannst du eine Römervilla anschauen. Ich verlinke es dir nicht, das kannst du selber googeln. Jedenfalls sei da mal ein paar Bütteln. Das ist so eine Art alte Fußbodenheizung, die die Römer gehabt haben. Und jedenfalls ist es quasi auch so ein dunkler Wald, Alter, hey, durch die Moor durch. Du, hey. Und stell dir vor, habe ich doch tatsächlich so Hirschlausfliegen dran gehabt. Ja. Geht der Wichser, Alter, der nutzt ja im Endeffekt nicht einmal auch ein Tarnwas. Jumin, jedenfalls bin ich quasi jetzt so am Friedhof der Kuscheltiere oder was immer das ist. Fetter Voodoo-Platz im Wald, hey. Und check die Lage nach Wallerweisen und mir dachte, ja, nehme ich die mit. Bis dabei. Ja, bis du sonst sein wir dabei. Freu mich, weiß ich, wenn du mitkommst. Und dann schauen wir, was wir so alles erleben in den Waldgebieten meiner Heimat. Ja, und vielleicht deiner, wenn du da wohnst. Landkreis, Krutz eben, in dem Landkreis Amberg. Sachen brauchst du nichts. Bergfest war ich schon. Und genau, super gefährlich. Jumin! Schaut richtig krass aus, gell? Weißt du, was nur krass ausschaut? Was macht er? Siehst du das, hey? Weil da die, ja, Puppen oder was das ist, da von den Rampen da drin hängen, quasi, das war überbleiben ist, hey. Schau aus wie in so einem Alien-Mutterraumschiff, du. Ja, weil quasi die Toten umeinander hängen, du. Leck mir am Arsch, hey. Ja, wie bei Diablo. Nein, Diablo. Eigentlich war das so richtig gutes Holz da. Weißt, das ist so, ja, eher Licht halt, mit den ganzen Fichten da, aber kein Ameisennest. Jetzt werden wir mal geschaut in meiner App da, Alter, ob das so ein Hügelgräberfeld ist, weil da ist so eine Erhebung, dann ist da vorne Erhebung, da ist eine. Okay, gut, da ist eher ein Weg halt, Alter, hey. Da ist ein Riesending, dann ist da vorne eins, dann ist da noch eins, da. Und da hinten ist wieder eins. Und ja, ich hab mir beinahe so ausgeschaut, wie so ein Hügelgräber fällt. Entweder das ist so ein Ding, keine Ahnung, Alter, hey. Also, jedenfalls ein eingetragenes Geländedenkmal ist das da nicht. Dann sind halt Lesehügel. Ne? Das ist auch keine Wüstung, aber irgendwie hat das da mal zusammengetragen, weil halt einfach weil, ja. Interessant, interessant, da sieh mal einer an. Habe ich gerade am Weg eine Ameisen gesehen. Ja. Und weil ich meine Lupe nicht aufgehabt habe, halt, weil ich noch kein Nest gesehen habe, bis ich die erste Tasche rausgehabt habe, war die weg. Ne? Aber es war eine einzige, also quasi eine einzige Ameisen. Ne? Also da oben eigentlich. Also haben wir gedacht, check ich mal runter, weil da ist ja schön angemalt. Ne? Das ist quasi so ein Waldrandbereich, Alter, was sich der Waldrand-Sepp mich quasi wohlfühlt. Ja, aber nichts, das ist alles wie ausgestorben. Ne? Naja, egal. Kurz und knapp von mir heute einmal. Ich denke, dass das quasi kurz war. Sollte ich noch was sehen, dann siehst du es auch. Ansonsten weißt du es aus den Waldgebieten meiner Heimat. Wie ich schon gesagt habe, glaube ich. Ja. Genau, also mein Freund, in diesem Sinne
letztes Fetzers, Oberpfalz. Ah ja, genau, ich weiß nicht, ob du, wenn du Schwambach bist oder so und du gehst aufs Bergfest, dann kannst du es noch wissen, weil ich nämlich, glaube ich, gehe heute ist Dienstag. Ja, morgen oder am Donnerstag bin ich auch am Berg rum. Genau, gehen wir was trinken. Hey. Also dann, in diesem Sinne, let's fetz aus der Oberpfalz. Danke fürs Dabeisein. Bis dann. Tschüss.